Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge LS22 auf dem BG-Hof mit dem Darky, dem Party und dem Schweizer. Hello. Hallo. Hallo. So, die nächsten 6 Kühe sind gleich zu Hause. Dann heißt, wir haben insgesamt 12 Kühe dann am Hof stehen. 12 Holsteine, 18 Monate alt, das heißt, die geben schon Milch und sind auch paarungswillig, bereit. Jetzt machen wir das aber anders. Ich weiß nicht wieder mit um den kompletten Hof, sondern fahr gleich hier rein. Ich glaube, dass sie Milch geben, das geht nur, wenn sie Mischration bekommen, ne? Ja, ja. Aber ich meine nur, vom Alter her wären sie prinzipiell soweit. Ja. Das ist eine ganze Menge Hafer, Schweizer. Oh, 10.000 Liter. Mhm. Sehe ich mit den Spiegeln irgendwas? Gut, braucht ihr mich irgendwo oder soll ich dann Gras mähen gehen? Du kannst Gras mähen gehen. Dann mähe ich mal alles platt. Und dann schauen wir mal. So, den Anhänger habe ich jetzt mal hier beim Eingang links stehen gelassen. Nein, in jeder Ecke steht was rum am Hof. Wahnsinn, ey. Oh. Oh nein. Was denn? Ihr habt den Stiel Hochdruckreiniger rausgenommen. Ja, wir haben ja alles, ja, runtergenommen. Das ist entfernt, ja. Schweizer, fährst du mit dem Anhänger gleich zu 52, dann würde ich da nämlich auch noch dreschen. Was auf? Hafer. Oh. Ja, ich leere den aus, weil wahrscheinlich kommt ja. Gewichtsmäßig. Das ist ein Missionsfeld für 5000 Hafer dreschen. Hm. Kann man, glaube ich, mitnehmen. Wir hätten auf Feld 48 die Mission mit Heu. Alter, wer soll denn die machen? Die ist recht zügig erledigt. Was? Ich hab die 48 schon 2-3 Mal gemacht. Im Singleplayer? Natürlich. Ja, ich würde erstmal sagen, wir gucken mal auf unsere Felder. Ja. Aber wenn dann noch Zeit ist, ja, du go for it, ne? Da sind ja noch einige Beinpressmissionen. Ich will nur nicht wieder dann 17 Folgen lang in der Mission festhängen. Aha. Die 36 könnte man dann zum Beispiel für Silage mitnutzen. Weil wir haben ja alles da. Oh, das wäre gar keine schlechte Idee. Weil dann werden auch die Silagebalken instant fertig, ne? Genau, genau. So hätte man dann wenigstens schon Futter für die Kühe. Dann könnte ich mich mit anfreunden, weil dann würde ich die 13 komplett in Heu machen. Ja. Mhm. Alter, wir sollen hier einen Traktorplatz haben. Ich darf hier nicht reinfahren. Gut, ich stehe jetzt auf einem Parkplatz und komme nicht weiter. Ist das ein Weg? Oh, das ist eine Straße. Okay, dann fahren wir den runter. So, du versuchst zur 13 zu kommen. Ja. Dann nicht die Direktverbindung vom Hof. Zwischen 4 und 5 durch.
Das wäre jetzt unangenehm, wenn das so wäre. Aber es sieht so aus, ja. Da steht Gras im Wachstum, Freunde der Sonne. So, ist noch nicht so weit? Ist noch nicht so weit, ne? Nee? Nee. Hier weg. Ah, Reh, geh weg. Ah, noch ein Reh. Ist halt verdammt viel Arbeit, ne? Hat keiner gesagt, dass es leicht wird. Nee, das stimmt. Feld 33 will ich mal kurz mal anschauen. Ja, das wäre das hier. Ja, was machen wir denn? Ich weiß es auch nicht, welches Feld wir jetzt nehmen. 36, 43, die sind alle in die Ecke da unten. Wollen wir uns gleich an das Größte machen? Also mir ist egal, aber wir müssen das halt alles dann verladen und so weiter und so fort, ne? Na, die 48 ja. Wäre Heu und die 43 wäre Silage. Dann machen wir mal die 48 zuerst. Es heißt ja Eat the Frog first, weißt du? Erstmal das machen, was wir nicht machen wollen. Wir nehmen die 48. Auf ihn. Ah, hier ist eine kleine Straße, ja, siehst du? Ob das jetzt aber richtig ist oder nicht, das kann ich jetzt nicht sagen. Aber wenn du neu bist auf einer Karte, ne, das ist ja so schwierig. Etwas eng. Ja, das habe ich auch schon festgestellt. Die Karte. Nein, das. Doch, da hat es eine. Was denn? Ich dachte schon, dass wir da keine Fälle einfach. Ist schwierig, Schweizer. Ich komme nicht ans Mähwerk rein, ans Schneidwerk. Unterlauft. Oh, ne? Irgendwie. Aber ich glaube, da hinten ist mehr Platz. ...52 ist auch nicht klein, ne? Nee. Ich glaube, die 48 hat ja den großen Vorteil, dass der Abladepunkt genau neben dem Feld ist, ne? Also man kann sich überlegen, dass er da mit dem Teleskoplader gleich mit dem Ball dann rüber tuckert. Könnte man tun. Aber wenn du wieder alles auflädst und wieder ablädst und, naja. Nicht so einfach, glaube ich. Echt jetzt? Was denn? Pech. Was hast du, Taki? Naja, eine unsichtbare Wand. Ui. Was? Hast du Map-Ende gefunden? Yes. War kein Zaun mehr eingezeichnet, dachte ich. Da könnte man ein bisschen rüber rausfahren, aber. Nein. Da ist Map-Ende.
11.000 Liter in einem Ballen, was? Das sind die 180er Ballen bei Stroh, die ich mache. Die großen? Das bei... Die Grasbahn muss schon aufpassen wegen Wickler. Ja, das dauert ein bisschen. Also der Vierdagli macht sich richtig gut am Feld, muss ich sagen. Oh, das ist auch interessant. Jetzt heißt es wieder rauszufinden, wo die Feldgrenzen sind, ne? Ist nur jetzt 48. Da hinten haben wir einen kleinen Verkehrsunfall, da haben sich zwei Fahrzeuge getroffen. Patti? Ja. Was machst du? Die Presse hier stehen lassen, okay. Weil ich den Wetter hole. Gut. Wie du anfängst zu pressen. Nee. Dann ist ja gut, dass du die 41 als letztes gepresst hast, ne? Da warst du schon in der Nähe. Mhm. Also mit dem Fedderpack macht das richtig Spaß jetzt zu mähen, ne? Mhm. 22 km/h. Mhm. Und hast du eine relativ gute Arbeitsbreite. Ja. So, falsche Taste gedrückt. Mhm, kann es ja haben, ne? Schwierig. Hat das mit den falschen Tasten, das kenne ich irgendwo her. Ich wollte die nur heben und senken und dann ist das Licht angegangen. Hm. Ja. Aber ja. Ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Ah, noch haben wir 9.53 Uhr, ist relativ angenehm zum Arbeiten. Ach so. Ja, ja.
Aber schauen wir, wie es nächstes Mal wird, meine Damen und Herren. Für heute sind wir erstmal fertig. Danke fürs Zuschauen und fürs Dabeisein. Wenn es euch gefallen hat, lasst gerne einen Daumen nach oben da. Und bis zum nächsten Mal. Macht es gut. Ciao, ciao. Ciao, ciao. Tschüss. Ciao.